In dieser Woche von Montag bis Mittwoch hat die erste Superintendentenkonferenz unter meiner Leitung stattgefunden. War gewissermaßen eine Uraufführung. Wenn die 38 Superintendenten, Superintendentinnen aus der Evangelischen Kirche im Rheinland zusammenkommen, dann ist das schon immer was ganz Besonderes. Da wird sehr intensiv darüber gesprochen, welche Fragen bewegen uns, was sind die Herausforderungen, welche Entscheidungen müssen wir treffen. Ich bin sehr angetan davon, wie es uns gelungen ist, miteinander umzugehen, wie offen die Atmosphäre war, habe auch viele gute Rückmeldungen bekommen und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass das Miteinander zwischen Kirchenleitung und Superintendenten und Superintendentinnen gut gelingt bei allen Fragen, die wir zu behandeln haben. Wenn die Kirchenleitung im Gespräch mit den Superintendentinnen und Superintendenten über die Zukunftsfragen der Kirche ist, dann ist das in der gegenwärtigen Situation immer ein sehr ernstes Gespräch und das ist auch nicht ganz unheikel, weil wir viele offene Fragen haben und schwierige Weichenstellungen vor uns haben. Und ich bin sehr beeindruckt, in welch offenem und fairen Klima wir gestern Abend miteinander sehr gründlich die Situation unserer Kirche analysiert haben, dass wir nochmal sehr genau geguckt haben auf unsere finanziellen Möglichkeiten, aber auch auf die inhaltlichen Herausforderungen, die wir haben. Und wenn es dann gelingt, dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander von Kirchenleitung, von Superintendentinnen und Superintendenten, dann fest den Eindruck, dass wir gut miteinander unterwegs sind. Für mich ist eigentlich so der eindrücklichste Punkt gewesen, dass mir nochmal sehr deutlich geworden ist bei der Diskussion um die Zukunftsfragen. Wir begreifen gemeinsam, dass wir nicht von den Rücklagen leben, die wir haben, sondern dass wir davon leben, von der festen Zusage, dass Gott uns begleitet und dass er uns die Widerstandskraft gibt, die wir brauchen. Bonhoeffer hat das mal so gesagt, nicht im Voraus, sondern eben so viel, wie wir gerade brauchen. Und das zeigt uns nochmal, dass wir als Kirche von der Hoffnung leben und nicht von den Prognosen.